So, wie angekündigt, gehen wir jetzt in das Thema triviale Universitätsgeschichten wieder, den Gossip. Und zwar kriegen wir jetzt einen kleinen Einblick in die Arbeit der TULP, also der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek. Ich vermute, das ist den meisten hier bereits ein Begriff, und schauen uns mal so ein bisschen an, wie so Inhalte aus dem 15., 16. Jahrhundert digitalisiert werden, wie das so in digitale Tools integriert wird und wie da die Digitalisierung abläuft. Und damit übergebe ich dann auch schon an die beiden Referenten, und zwar den Herrn Dr. Christoph und den Herrn Hensel. Und ich glaube, Sie machen den Anfang. Okay, dann viel Spaß damit. Sind. Die wichtigsten Multiplikatoren dieses Themas sitzen also in diesem Raum. Wir merken auch, wie wichtig Kultur im Rahmen des Digitalgipfels ist und lassen das jetzt auch mal unkommentiert stehen. Mein Name ist Andreas Christoph, ich leite das Landesdigitalisierungszentrum für den Kulturbereich in Thüringen. Kulturgutdigitalisierung ist ein gesetzlicher Auftrag in Thüringen. Alle Bibliotheken, alle Archive, alle Museen können von Digitalisierungsdienstleistungen und Serviceleistungen in Thüringen profitieren. Und weil wir das nicht nur im ländlichen Raum machen oder außerhalb der TULP, auch die TULP selber, die Landesbibliothek, hat historische Sammlungsbestände. Und jetzt denkt man, das ist doch schon alles digitalisiert, erforscht, erschlossen. Dem ist nicht so. Und wir haben ein sehr schönes Thema, ein sehr schön reißerisches Thema uns rausgesucht. Und ich glaube, Sie alle werden diesen Raum als ExpertInnen für Universitätsprogramme verlassen. Das ist die Aufgabe von Herrn Hensel, Sie in das Thema einzuleiten. Und falls Sie nach diesem vierstündigen Fachvortrag dann noch Mut und Laune haben, dann würde ich noch einen kurzen Ritt durch die Digitalisierungslandschaft Thüringens machen, als Aufgabe der TULP. Vielen Dank. Danke, Andreas. Ich glaube, die 4 Stunden schaffe ich nicht ganz, aber ich versuche, meine Zeit zu nutzen. Genau, triviale Universitätsgeschichten. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das ist eigentlich, wenn Sie mal den Begriff Universitätsprogramm googeln, dann wird auf jeden Fall nicht das rauskommen, was wir heute hier behandeln. Deswegen, wie stellt man sich diese Universitätsprogramme vor? Aus der Alltagsgeschichte der frühen Neuzeit gibt es nur ganz wenige Bilder, und ich habe mich natürlich auch gefragt, im Zusammenhang mit diesem Thema, wie muss man die sich eigentlich vorstellen? Da hilft natürlich KI auch. KI wird hier auch eine kleine Rolle spielen, noch in dem Vortrag. Dazu aber später mehr. Also dieses Bild, was Sie hier sehen, zeigt, wie sich eine künstliche Intelligenz zwei Studierende des 17. Jahrhunderts für Universitätsprogramme vorstellt. Ich möchte aber mit einer anderen Anekdote beginnen, und zwar einer, die noch nicht lange zurückliegt. Denn im Sommer gab es ja nach einem Tortenangriff auf den Tagesschausprecher Konstantin Schreiber im Rahmen eines Podiumsgesprächs an der Friedrich-Schiller-Universität Jena am 29. August, ja, gab es im Prinzip einen kleinen Medienrummel, wie das auch zu erwarten war. Die Universität distanzierte sich schon einen Tag später von diesem Vorfall, erstattete Anzeige und solidarisierte sich mit Schreiber. 2 Wochen später sah sich die Universität nochmals genötigt, sich öffentlich zu äußern, und publizierte eine weitere Erklärung, in der sie den Angriff erneut verurteilte, das Selbstverständnis als Ort des gelehrten und offenen Diskurses deutlich machte und den Hergang aus ihrer Sicht darstellte. Der Vorfall verbreitete sich ebenso wie die Erklärung der Universität über soziale Medien und die Tagespresse, und darin ist auch erstmal gar nichts ungewöhnlich. Es ist aber eine gute Überleitung zum Thema unserer Veranstaltung, denn ich möchte Ihnen heute in Anknüpfung an diesen Vorfall ein weiteres Beispiel für die Vielgestaltigkeit der jener Sammlung von sogenannten Universitätsprogrammen geben. Und zwar vor 445 Jahren, und zwar 1578, grassierte in Jena wie an vielen anderen Orten in Europa, Sie wissen das, die Pest. Und das akademische Milieu war im Gegensatz zu der ländlichen Bevölkerung und der städtischen Bevölkerung eher in der Lage, sozusagen diese Pestorte zu verlassen und in gesündere Gegenden zu ziehen. Und das war auch hier der Fall. Die Professoren hatten vor, die Stadt Richtung Saalfeld, das ist 50 Kilometer von Jena entfernt, zu verlassen.
Dadurch wäre aber nicht nur der Lehrbetrieb eingestellt worden, sondern die Studenten hätten auch ihre Unterkünfte verloren, denn die meisten wohnten bei Professoren. Die Speiseanstalt wäre geschlossen worden und die Bürger in der Stadt hätten ihre beste Kundschaft verloren. Und deswegen regte sich dagegen enormer Widerstand, sowohl unter Studenten als auch unter den Bürgern. Und den artikulierten sie auf die für sie naheliegendste Weise, nämlich sie klebten ihre Forderungen und Bekanntmachungen genau an den Orten an, an denen auch die Universität ihre Bekanntmachungen anzubringen pflegte, nämlich sogenannte Universitätsprogramme. Ich lese mal kurz vor, was auf diesen sogenannten Fehdebriefen der Bürger und der Studenten stand. Also oben steht: Wo die Professoren es nicht werden, all hier bleiben, so sollen ihre Häuser, so wahr als Gott lebet, in wenigen Tagen geplündert, beraubet und über einen Haufen gerissen werden. Zu dieser Rotte gehören 45 Bürger. Auf dem unteren Zettel links steht: Wo die Professoren es nicht werden, all hier bleiben und uns wollen verlassen, so sollen ihre Häuser in kurzen Tagen geplündert, beraubt und über einen Haufen gerissen werden, so wahr als Gott lebt und uns helfen soll. So soll dieses in der Nacht geschehen. Zu diesem Zettel gehören 30 Studenten und 16 Famuli. Famuli waren Studenten, Diener, meistens Studenten im ersten Semester. Und die Drohungen sind natürlich ziemlich drastisch. Das hat uns erstmal jetzt gar nicht so sehr zu interessieren. Der weitere Verlauf liegt auch ohnehin im Dunkeln. Letztlich zog die gesamte Universität für ein paar Monate nach Saalfeld, bis das Sterben aufgehört hatte. In unserem Zusammenhang ist vor allem interessant, dass sowohl die Universität als auch die anonymen Verschwörer die etablierten Kanäle nutzten, um die Universitätsangehörigen zu informieren, also ihre Forderungen zu artikulieren und mit Vergeltung zu drohen. Denn auch die Universität selbst reagierte umgehend auf diese Fehdezettel mit der Veröffentlichung von sogenannten Universitätsprogrammen. Und darin informierten sie darüber, dass der Herzog in diesen Sachverhalt mit einbezogen wird und dass den Verschwörern schwere Strafen drohen. Aber jetzt wissen sie immer noch nicht so richtig, was Universitätsprogramme sind. Deswegen muss ich das, glaube ich, noch mal ein bisschen erklären. Denn auch schon frühneuzeitliche Universitäten mussten auf Ereignisse in ihrem unmittelbaren Umfeld reagieren. Sie mussten ihre Angehörigen tagesaktuell informieren, zum Beispiel über Ereignisse aller Art. Sie mussten öffentliche Erklärungen abgeben zu allen möglichen Themen und die Deutungshoheit über ihre Wahrnehmung von außen behalten. Dazu sind solche Universitätsprogramme vor allem da. Dazu nutzen die Universitäten mindestens seit dem 16. Jahrhundert schriftlich verfasste Bekanntmachungen, die öffentlich angeschlagen oder geklebt waren, zum Beispiel oder zum Teil auch von der Kanzel abgelesen wurden oder an andere Universitäten und Städte geschickt wurden. Das bekannteste Beispiel sind Luthers 95 Thesen. Da kann ich gleich vorwegnehmen, dass die im Original vermutlich nicht mehr existieren, ganz anders als die Universitätsprogramme in Jena. Durch die Universitätsprogramme wurden beispielsweise Vorlesungen, Disziplinarerlasse, Strafurteile, Vorladungen des akademischen Gerichts, Begräbnisse, Hochzeiten, Rektoratswechsel, kaiserliche Bekanntmachung, Glückwünsche oder eben auch Gegendarstellungen bekannt gemacht, also noch sehr viel mehr. Durch ihre thematische Vielfalt und Verbreitung behandeln diese Universitätsprogramme nahezu alle Bereiche der akademischen und universitätsstädtischen Lebenswelt und zeigen nicht nur auf, was, wie und aus welchem Grund durch die Universitäten bekannt gemacht wurde, sie verdeutlichen auch, welche alltäglichen, zyklischen und konjunkturellen Themen die akademische Welt bewegten und für sie bedeutsam waren. Die äußere Form dieser Bekanntmachung variiert stark, je nach Universität, nach Anlass oder Veröffentlichungszeitraum. Die Bekanntmachungen wurden bis zum Ende des 16. Jahrhunderts noch überwiegend handschriftlich verfasst oder zumindest in Abschriften überliefert. Später wurden sie dann von lokalen Druckern meist im Folioformat in wenigen Stunden angefertigt. Man muss sich das so vorstellen: Wenn zum Beispiel in der Stadt eine Unruhe ausbrach, ein Tumult oder sowas, hat die Universitätsleitung darauf sehr schnell zu reagieren. Es wurde recht fix so ein Universitätsprogramm handschriftlich verfasst, wurde an die Drucker gegeben und die konnten das tatsächlich binnen wenigen Stunden veröffentlichen. Und spätestens am nächsten Morgen waren dann diese Programme am schwarzen Brett hier in Jena an der Kirche, in der Stadtkirche und am Kollegium angeschlagen.
Ab Mitte des 17. Jahrhunderts differenzierten sich dann andere Merkmale oder weitere Merkmale heraus. Die Bekanntmachungen wurden dann zunehmend mehrblättriger, formelhafter verfasst. Manchmal sind das regelrechte Formulare, in die man nur handschriftlich irgendwas noch eintragen musste, bis sie dann Ende des 17. Jahrhunderts nur noch selten einblättrig oder handschriftlich veröffentlicht waren. Die Sammlung, also die TULP, die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek und das Universitätsarchiv Jena besitzen zusammen ca. 13, 14, 15.000 originale Exemplare dieser akademischen Bekanntmachung und damit mit einiger Wahrscheinlichkeit die weltweit größte Sammlung dieser Art. Sie wurden mit wenigen Ausnahmen in neulateinischer Sprache verfasst und waren in ihrer Quantität vor allem so, also ein protestantisches Phänomen. An katholischen Universitäten gab es diese Bekanntmachung auch, aber nicht in dieser hohen Anzahl. Was Sie hier sehen, ist ein Blick auf ein paar der Sammelbände in den historischen Beständen der TULP. Ja, und hier als nächstes Bild Aktenkartons aus dem Universitätsarchiv Jena, die schon zur Digitalisierung rausgesucht wurden. Denn bisher nahezu unerschlossen sind 3000 Universitätsbekanntmachungen, welche sich in 60 Aktenstücken des Universitätsarchivs befinden. Es handelt sich dabei überwiegend um handschriftliche und gesiegelte Dokumente, also genau die Originale, die dann tatsächlich auch an der Kollegienkirche oder eben im Kollegium angeschlagen waren. Und der Überlieferungszeitraum erstreckt sich eben auch von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Digitalisierung ist zusammen mit den Beständen der TULP bereits geplant. Was Sie hier sehen, ist eines der ältesten sogenannten Universitätsprogramme, auch in einer Akte im Universitätsarchiv gebunden. Was Sie hoffentlich einigermaßen erkennen konnten, ist, dass diese Dokumente gesiegelt waren. Das Siegelwachs wurde dann später abgekratzt, wahrscheinlich damit die Akten nicht so sehr dick wurden dadurch. Dieses Universitätsprogramm von 1560, glaube ich, hat schon ein bisschen Spuren von Wasserschäden und ist auch insgesamt in einem nicht mehr allzu guten Zustand. Nochmal zurück zu der Sammlung allgemein. Also man kann die untergliedern in Bekanntmachung der Universität selbst, das macht zu den größten Posten aus. Darüber hinaus aber auch Anlassdichtung, also wenn zum Beispiel ein Rektor Geburtstag hatte oder ein Professor geheiratet hat oder so, dann hat er von seinen Kollegen oder von seinen Studenten solche Gedichte bekommen, die auch in großer Stückzahl in dieser Sammlung enthalten sind. Darüber hinaus gibt es aber auch noch ganz viele Programme externer Provenienzen, also diese Universitäten haben sich offensichtlich Programme hin und her geschickt, manchmal mit einem Anlass nach dem Motto, dieser Student ist bei unserer Universität verwiesen, bitte macht das bei euch auch so. Aber in Jena wurden diese Programme eben alle gesammelt. Darüber hinaus gibt es auch noch andere Objekte in dieser Sammlung, die nicht als Universitätsprogramm unbedingt gelten können. Das sind Münztabellen oder Entfernungstabellen, Kupferstiche, Studienzeugnisse, alles Mögliche. Also ein recht buntes Potpourri. Genau, den größten Posten machen aber mit Sicherheit so also Disziplinarerlasse aus. Die bilden mit etwa 6.000 Stück wohl den größten Teil der Sammlung. Denn was auch immer bekannt gemacht wurde, war zumeist verbunden mit Ermahnungen an Studenten, sich diszipliniert zu verhalten, keine Tumulte zu erregen. Und gerade diese Disziplinarprogramme können mit einiger, ja, gerade in ihrer Vielfalt relativ gut so den Alltag auch ex negativo widerspiegeln. Denn diese Programme wurden eben nur bekannt gemacht, wenn auch ein Anlass bestand. Also nehmen wir an, die Weinernte stand bevor und Studenten hatten über Nacht Weintrauben abgerupft, dann musste so ein Programm rauskommen und das musste dann möglichst auch am nächsten Tag rauskommen. Genau. Was Sie hier sehen, ist auf der rechten Seite ein historischer Einband, ein Pergamenteinband, eines dieser Sammelbände von Universitätsprogrammen. Auf der linken Seite, vielleicht nur so by the way interessant, sind Siegelspuren auf der Rückseite eines Universitätsprogramms zu erkennen. Und aufgrund der Quantität kann man heute sagen, dass zumindest die jener Programme hauptsächlich
mit Wachs angeklebt worden und nicht angeschlagen. Also Luthers Thesenanschlag war wahrscheinlich eventuell eine Thesenanklebung oder sowas. Begründet wurde die Sammlung von Thomas Sagittarius, der von 1605 bis 1616 Professor für Griechisch in Jena war. Und vermutlich begann er zunächst in seinem Rektorat 1613 diese Sammlung zu beginnen und suchte sich dabei wahrscheinlich auch die Exemplare früherer Bekanntmachung, die noch zur Verfügung standen. Nach ihm scheint die Fortsetzung der Sammlung jeweils Aufgabe des Rektors oder des Professors der Eloquenz gewesen zu sein, denn diese Professur der Eloquenz war verbunden mit mit dem Anfertigen dieser Programme. Und also diese Programme können im Prinzip auch als lateinische Stilübung gelten. Ende des 17. Jahrhunderts wurde diese Aufgabe dann immer weniger wahrgenommen und die Bekanntmachungen wurden nicht mehr gezielt gesammelt. Vermutlich wurden aber an keiner anderen Universität diese flüchtigen Publikationen in diesem Umfang gesammelt und überliefert. Denn man muss sich ja vorstellen, die hatten einen einmaligen Zweck. Danach waren die im Prinzip sinnlos, es sei denn, man hat sie als Vorlage für spätere Programme genutzt. Die ersten Erschließungsarbeiten begannen bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der damals zuständige Bibliotheksrat nannte die Sammlung ein Dornröschen in tiefem Schlaf und einen Schatz von höchstem kulturgeschichtlichen Wert, aber ungenutzt und unberührt und deshalb unbenutzbar. Diese Beurteilung trifft auch nach knapp 100 Jahren noch in weiten Teilen zu. Und das wollen wir ändern und ich hoffe, Sie davon überzeugt zu haben, dass ein einfacher oder vereinfachter Zugang zu diesen Inhalten der Universitätsprogramme ein wichtiger Beitrag zur Erschließung und Bewahrung kulturellen Erbes ist. Deshalb möchten wir Ihnen heute noch einen kleinen Einblick in das Kultur- und Sammlungsmanagement geben und Ihnen vorstellen, wie diese zum Teil mehr als 450 Jahre alten Schätze nutzbar gemacht werden sollen. Dazu sind aber erstmal mehrere Schritte nötig. Um sie nicht nur für die Forschung und ihrem Quellenwert entsprechend nutzbar machen zu können, ist die erste Herausforderung, die überhaupt erstmal die Identifizierung dieser Universitätsprogramme in den Datensätzen, die bereits in Verbundkatalogen angelegt sind. Die meisten Bekanntmachungen sind von den Bibliotheken des gemeinsamen Bibliotheksverbundes zumindest grunderschlossen und so auch durch die TULP. Darüber hinaus befinden sich diese Programme aber in mindestens 70 weiteren Bibliotheken, vornehmlich im deutschsprachigen Raum, aber auch weit darüber hinaus. Dazu kommen auch noch Universitäts-, Landes-, Kreis- und Regionalarchive, in denen solche Programme vorhanden sind. Da ist aber der Erschließungszustand derart schlecht, dass es sich eigentlich nur vermuten lässt, dass es da diese Programme wirklich gibt. Das Gleiche gilt auch für Autographensammlungen und Nachlässe in großen Teilen. Aber auch die können wahre Fundgruben für solche Universitätsprogramme sein. Denn Universitätsprogramme wurden bisher eigentlich als Textgattung mit größerem Quellenwert kaum wahrgenommen, da ihre Zugänglichkeit einige Hindernisse birgt. Es fehlt in der Regel an Repertoire, an irgendwelchen Übersichten und vor allem an einer geeigneten Gattungsdefinition und Suchparametern in den Katalogen, die es bereits gibt. Denn Universitätsbekanntmachungen lassen sich über weite Teile weder über Titel, noch Autor, noch Textgattung oder Umfang definieren. Sie sind nicht in klassischen Verlagen erschienen, zählen daher in Bibliotheks- und Informationswissenschaft eher zur grauen Literatur und sind aufgrund der geringen Erschließungstiefe folglich auch nur unzureichend in Bibliothekskatalogen recherchierbar. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann. Das ist eine Gattungsdefinition des gemeinsamen Bibliothekenverbundes. Sie sehen, Hochschulschriften steht sozusagen als Übergattung. Danach kommen Dissertationen, Matrikel, Vorlesungen, Vorlesungsverzeichnisse und Universitätsprogramme. Also alles, was nicht zu einer der anderen Gattungen gehört, kann de facto Universitätsprogramm sein. Und das ist leider in den Katalogen dann auch so notiert. Das heißt, es ist mitunter ein buntes Potpourri, was man ausgespuckt bekommt, wenn man den Gattungsbegriff Universitätsprogramm eingibt. Hier können allerdings die Textanfänge helfen, die in Ermangelung eines Titels an deren Stelle aufgenommen wurden. Die Bekanntmachungen beginnen häufig formelhaft mit Rector et Senatus, Decanus Facultatis oder hier, wenn man das einigermaßen lesen kann, mit Rector Academiae Jenensis meistens. Und diese Textanfänge können zusammen mit weiteren Parametern,
wie Erscheinungsdatum, Erscheinungsort oder Seitenumfang, Universitätsprogramme in Verbundkatalogen mit einiger Wahrscheinlichkeit automatisch identifizieren. Zugleich können darüber hinaus, also kann diese Textgattung ein bisschen besser definiert werden. Und eventuell ergeben sich daraus ja auch Möglichkeiten, sie automatisiert zu erfassen. Vor der Digitalisierung müssen diese Objekte aber entnommen und von Restauratorinnen begutachtet, gereinigt und zur Digitalisierung vorbereitet werden. Hier sehen Sie mal den Arbeitsplatz, an dem sowas geschieht. Die Akten werden gesäubert und müssen dann von dem Löschsand gereinigt werden. Die Öselsrohren müssen entfernt werden. Der Löschsand, mit dem die Tinte gelöscht würde, könnte sonst die Scanner beschädigen. Das sind im Prinzip die Vorarbeiten, die noch vor der Digitalisierung sind. Zu dieser Prozesskette von der Digitalisierung bis zur Datenerfassung, Visualisierung, Präsentation wird Herr Christoph sicherlich noch einige Worte verlieren. Die Digitalisierung der Objekte und ihre bibliothekarische Erschließung können aber nur ein erster Schritt sein, denn vermutlich wurden Universitätsprogramme auch deshalb bisher nur so wenig wahrgenommen und selten umfangreich erschlossen, weil die lateinischen Texte oft sehr lang sind, in kleinen Schriftgraden und im Querformat gedruckt, in eigenwilligen Handschriften verfasst oder durch Abnutzungs- und Überlieferungsschäden schwer leserlich sind. Also mal abgesehen davon, dass es natürlich zumindest in Jena eine ziemlich große Zahl ist. Zudem erschließt sich ihr Inhalt erst nach in einer intensiven Lektüre. Aber vor allem Tools zur Texterkennung, zur Optical Character Recognition und Layout-Analyse, die künstliche Intelligenz im Bereich der Bilderkennung und das Natural Language Processing miteinander verbinden, sind dabei ein wichtiges Instrument. Also hier sehen Sie das Tool Transcribus zum Beispiel. Sie können Layout und Textbilder automatisch oder manuell erfassen und mithilfe speziell auf die jeweilige Textsorte, die Handschrift und die Sprache trainierte Modelle in digitalen Text umwandeln. Danach kann man den Text auch noch annotieren oder mit Normdaten anreichern. Zusätzlich kann dann an diesen Dokumenten kollaborativ gearbeitet werden. Also Digitalisate bilden die Grundlage für alles, was sozusagen für die Digitalisierung daraus folgt. Ein weiteres Ziel ist es, die Inhalte der Universitätsprogramme automatisch zu erschließen und dadurch niedrigschwellig zugänglich zu machen. Also es ist erstmal schwierig, ein lateinisches Programm zu lesen, vor allem wenn es noch handschriftlich verfasst ist, zu verstehen, ist es noch viel schwieriger. Insofern können Natural Language Generation KIs wie ChatGPT in diesem Fall einfach dabei helfen, um Übersetzungen und inhaltliche Zusammenfassungen anzufertigen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel für die Zusammenfassung einfach gesagt, bitte schreib mir in 300 Zeichen eine Zusammenfassung, und ich finde, die ist schon mal sehr gut gelungen. Also über das, was ich Ihnen hier vorgestellt habe, könnte dann diese weltweit größte Sammlung von Universitätsprogrammen einen sehr breiten Adressatenkreis erreichen, also ohne Lateinkenntnisse, ohne die Lesefähigkeiten von Korrent oder Frakturschriften und ohne die Notwendigkeit, heute schwer verständliche und lange Texte lesen zu müssen. Ja, so viel zu diesen Universitätsprogrammen. Und ich übergebe an Herrn Christoph. Danke. Jetzt müssen wir diesen Technik-Umbau-Move hier live machen. Aber wir kriegen das hin. Warum haben wir Ihnen jetzt das mit den Universitätsprogrammen so inhaltsreich und vielleicht auch inhaltsschwer berichtet? Ihre Grundfragen an die Universitätsprogramme. Die braunen Flecke auf diesen Programmen sind keine Körperexkremente der Studierenden der Zeit, hoffen wir. Eine molekular-biologische Untersuchung steht in dem Sinne noch aus. Das, was man, glaube ich, auch gemerkt hat, wenn wir von Digitalisierung sprechen im Kulturbereich, man muss sich so eine Bibliothek vorstellen, wir rechnen unsere Bestandseinheiten in Kilometern ab, ja? Wie viele Kilometer Buchakten stehen, lagern in den Regalen, in den Magazinen, und unsere technischen Daten, die Digitalisate oder die Metadaten, wir rechnen die in Terabyte und Petabyte ab. Also eine Wissensmenge, eine analoge Wissensmenge vor Ort wird mit einer digitalen Wissensmenge kombiniert.
Und was Sie heute, glaube ich, auch gesehen haben, zuallererst steht der Mensch. Der muss identifizieren, der muss reinigen, der muss die Digitalisierung vorbereiten, der muss vor allen Dingen aber auch die Katalogdaten pflegen. Also das Handlungs- und Erfahrungswissen der Bibliothekarinnen und Archivarinnen und Museologinnen und all die beteiligt sind, das ist quasi essentiell, das ist Grundvoraussetzung, ohne das würde keine Digitalisierung funktionieren. Und auch damit ChatGPT schnell und einfach eine schöne Zusammenfassung eines lateinischen Textes machen kann, auch da müssen immer wieder Muster trainiert werden. Das, was wir letztendlich den ganzen Tag machen, wir kümmern uns um die Digitalität des kulturellen Erbes in Thüringen und im Bereich der Marktwirtschaft. Wir müssen ja skalierbare Produkte entwickeln. Es gibt knapp 7000 Bibliotheken in Deutschland, knapp 7000 Museen in Deutschland. Und alle sagen von sich, sie haben die größten Mengen an Büchern, an Objekten, an Archivmaterialien und alle müssen noch inhaltlich weiter erschlossen werden. Sie sind such- und findbar über Katalogsysteme, aber was verbirgt sich hinter einem Titel, was verbirgt sich auf den einzelnen Seiten? Da muss dann flächendeckende Digitalisierung folgen. Die Abteilung, die an der TULIP entstanden ist, die gibt es seit Oktober 2020. Es sind derzeit 40 MitarbeiterInnen, die Vorbereitungsarbeiten, Digitalisierungsarbeiten durchführen. Jetzt könnte man doch sagen, die Digitalisierung, Google Books kennt ja doch die eine der andere, das ist doch schon alles durch, das funktioniert doch, das machen doch Roboter. So ist das nicht. Die Scan-Roboter, die es gibt, das waren die schnellsten Schreddermaschinen, die man sich vorstellen konnte. Jedes Material, jedes Papier ist anders und so sensitiv ist dann doch nur der Mensch, die menschliche Hand. Und was wir behaupten wollen, auch im Rahmen eines Digitalgipfels, Thüringen hat das digitale Testfeld hinterlassen verlassen. Und ich glaube, wir sind im Bereich der Kulturgut-Digitalisierung als kleines, komprimiertes Flächenland, sind wir Vorreiter in Deutschland. Das Marketing muss noch ein bisschen nachziehen, da kann man aber, glaube ich, ganz andere Kommunikationsstrategien noch fahren. Auf jeden Fall haben wir das Potenzial erkannt. Wir sind alle Google-Suchschlitz gesteuert, wer, was, wann, wo, dieses Wissen innerhalb weniger Sekunden, das wollen wir herausfinden, herausfiltern. Jetzt haben wir diese wissenshungrigen Studierenden, die jeden Tag in die Bibliothek reingehen, die wollen einen Arbeitsplatz haben, die wollen eine Steckdose haben, die wollen ein stabiles WLAN haben, im Sommer soll es kalt sein, im Winter soll es warm sein, ab und zu sind die Bücher noch interessant, ab und zu sind die Wissensschätze noch interessant, die Datenbanken interessant und das Ganze in ein in sich schlüssiges Gesamtkonzept zu integrieren. Das ist vielleicht doch ein Ansatz einer Bibliothek der Zukunft. Und wie erwartet man diese Bibliotheken in den nächsten 15, 20 Jahren? Wir haben nach wie vor analoge Bestände. Ja? Wir haben kilometerweise Bücher, wir haben schrankweise Akten und im musealen Bereich, da reden wir auch über Kubikmeter, vielleicht sogar Kubikkilometer. Wir wollen es alles digital erfahren. Ja? Alles, was wir nicht im Netz finden, existiert quasi nicht. Die Einrichtungen brauchen aber keine Angst haben, dass keine BesucherInnen mehr kommen, weil das Wissen vor Ort am Objekt, das kann ich meistens dann doch nur am Original erfahren, aber man kann ganz anders vorbereitet, vorgebildet auf diese Bestände quasi zugehen. Und einen Bereich, den wir lange Zeit gar nicht auf dem Schirm hatten, der aber im Sinne von Landesmarketingkampagnen ganz wichtig ist, ist der Tourismus. Weil womit identifiziert man sich in Thüringen? Dann findet man irgendwo die Wartburg, dann findet man irgendwo den Thüringer Wald. Und dann geht das schon los mit Bratwurst und Klößen. Und achso, Schiller und Goethe darf man auch nicht vergessen. Aber es gibt noch viel, viel mehr und es gibt es vor allen Dingen über viele Jahrhunderte, Jahrtausende. Das, was wir auch machen, wir sagen, Digitalisierung passt theoretisch auf ein A4-Blatt. Von der Datenakquise über die Datenanreicherung, die Standardisierung, das Ausspielen. Das ist so eine digitale Wertschöpfungskette. Das sind auch die Buzzwords, die verstehen auch sämtliche Marketingleute, die verstehen auch diejenigen, die die Fördermittel beantragen. Und auch das kann man für den Kulturbereich letztendlich ansetzen. Das, was unten ist, diese Output-Schiene, das ist das, was kommt und geht. Jeder von Ihnen, der irgendwann ein neues Software-Setup auf sein Handy aufspielen muss und ein Firmware-Update durchführt, das ist das, was wirklich kommt und geht. Die Grunddatenbasis, die muss stimmen. Und das muss normiert sein. Uns ist sehr wichtig, ob ich den Goethe mit OE oder mit Ö schreibe, damit ich ihn suchen und finden kann. Solche Dinge machen wir quasi doch den ganzen Tag mit dem Kultur- und Wissensportal Cultura, also ein Kultur-Google für Thüringen. Das entstand in einer Zeit, als jedes Bundesland in Deutschland gesagt hat, wir brauchen ein eigenes Kultur- und Wissensportal.
ob das jetzt Leo BW in Sachsen ist, in Baden-Württemberg ist oder ja, ein Portal in Sachsen, in Thüringen heißt dieses Portal Cultura. Auch hier geht es darum, neue Daten immer wieder aufbereitet zur Verfügung zu stellen und einzuspielen. Egal mit welchen Beständen Sie arbeiten, wir kriegen alles visualisiert und abgebildet. Meistens ist es so, wir arbeiten projektgetrieben. Zuallererst kommt ein Termin, wann ein Portal veröffentlicht werden muss. Es ist nicht so, dass zuerst nach dem Konzept gefragt wird oder nach einem Leistungsverzeichnis, sondern es gibt einen Termin mit Prominenz, wo eine Anwendung stehen muss. Diese Anwendungen müssen gepflegt werden, die müssen weiterentwickelt werden. Wir haben Datenbanksysteme, um ganz unterschiedliche Quellen uns anzuschauen. Auch der museale Bereich, also 250 Museen in Thüringen, profitieren von Softwareentwicklung oder von einem Erfassungssystem, welches vorrangig durch die TULP in Jena gehostet und vorgehalten wird. Also das sind alles so Dinge, wo man auf jeden Fall sagen kann, da ist noch eine Menge drin. Wir sagen auch, Digitalisierung ist zum großen Teil Logistik, ist zum großen Teil auch Service. Wir müssen Objekte schnell erfassen, wir müssen sie bewerten und müssen sie kalkulieren. In welchem mehr oder weniger guten Zustand befinden sich die Universitätsprogramme? Sind sie durch Schimmel von mir aus belastet? Sind sie eingerissen? Sind sie verstaubt? Wie viel Raum nehmen die einen in ihrer Verpackung? Brauchen die mal eine neue säurefreie Verpackung? Also wir können Digitalisierung, Kulturgut auch in logistischen Einheiten fassen und abbilden. Wir sind gerade dran, ein neues Museumsportal für Thüringen aufzubauen. Und im Rahmen des Digitalgipfels passt natürlich gut, es gibt eine Digitalstrategie für die Thüringer Kultur seit 3 Monaten. Also im Reigen der digitalen Strategien, die es in Thüringen gibt, gibt es jetzt auch eine Strategie für die Thüringer Kultur. Jetzt müssen nur noch Maßnahmen entwickelt werden. Und vor allen Dingen ganz wichtig, für welche NutzerInnen stellt man diese Services zur Verfügung? Das muss man immer wieder kritisch hinterfragen. Das, was wir in diesem Kontext machen, also schnell Dinge visualisieren, zum Beispiel auch mit der Room AG und mit Matterport-Modellen schnell Gebäude erfassen und dokumentieren, war zu Corona-Zeiten relativ wichtig und präsent. Wie ja schon mal in Gera war, Haus Schulenburg, Van-de-Velde-Museum, das erste komplett digitalisierte Museum Thüringens, wenn nicht sogar Deutschlands, von draußen, von drinnen digital erfasst, mit Drohnen beflogen. Und allein bei der Drohnenmodellierung, die wir auch letztendlich als Dienstleistung einkaufen, aber auch selber weiterentwickeln, geht es auch darum, was sind noch für Use Cases notwendig und möglich. Also das ganze Thema Webmodellierung und Drohnenmodelle ist zum Beispiel auch im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen spannend. Sie haben es draußen gesehen, die Deutsche Bahn zeigt, wie sie ihre Schienen digital erfasst. Da geht es darum, also wie ist der Zustand des Schienensystems. Wir können auch sagen, wie ist der Zustand eines Gebäudes, wie verändert er sich durch Witterungseinflüsse beispielsweise. Wir haben zum Beispiel auch die Option, Themenportale zu bauen, also ganz unterschiedliche Anforderungen, wie bestimmte Themen auch publik gemacht werden können. Das Thema jüdisches Leben in Thüringen war so ein Paradethema der letzten 1-2 Jahre gewesen. Jetzt der Status UNESCO-Weltkulturerbe für Erfurt, das ist auch was, wo man sagt, auch das muss digital untersetzt und betreut und begleitet werden. Wir können alle Informationen kartieren, wir müssen alles quasi zeitlich einfassen, wir müssen es georäumlich lokalisieren können. Wir können quasi alles auf einem Zeitstrahl und auf einer Karte irgendwie miteinander in Beziehung setzen. Und wenn was nicht mehr da ist, dann kann man es letztendlich auch nachmodellieren und das VR-Brillen-Ensemble im Rahmen, im Markt der digitalen Möglichkeiten, was Sie draußen sehen. Auf einer der VR-Brillen konnten Sie auch eine 1938 zerstörte Synagoge sehen, die in Erfurt damals niedergebrannt wurde. Die haben wir im Rahmen eines Projektes auch virtuell rekonstruiert, nur aus Fotos und Gebäudegrundrissen beispielsweise. Das Thema 3D treibt uns auch um, also die digitale Schnellerfassung. Draußen lief die ganze Zeit ein 3D-Drucker und hat den Schiller, der live gescannt wurde, live gedruckt, unseren Kulturbackofen. Der hat ziemlich funktioniert. Die erste Frage war weniger, wer ist das, sondern kann ich diese schöne, kleine, schillernde Figur erwerben? Also das Merchandise-Potenzial von Kultur, das haben wir hier auch wieder erkannt und werden gucken, wie wir darauf reagieren können. Auch das ist aber ein Einsatz, zum Beispiel robotergesteuerte Systeme. An diesem Roboterarm hängt eine Kamera dran, die hat 150 Megapixel Auflösung. Das heißt, wir generieren Datenmengen 30, 40, 50 Gigabyte, um so ein Objekt zu erfassen. Und dann wollen Sie sich auf dem Handy angucken und sind im Thüringer Wald mit schlechtem Internetempfang. Und diese Diskrepanz, die müssen wir halt auch irgendwo auflösen. Wir haben
in einem Projekt mit der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha so eine Kampagne gemacht. Und innerhalb von 10 Tagen sind 180 Objekte aus einer Kunst- und Wunderkammer 3D erfasst worden. Ich sage Ihnen nicht, wie lange es gedauert hat, bis das ausgerechnet war, bis die Daten richtig schön waren, aber die Zahlen nach außen waren, in 10 Tagen hat man das erstmal geschafft. Mittlerweile digitalisieren wir auch Münzen in 3D. Münzen wurden früher nur erfasst. Mittlerweile sagt man, der Rand der Münze ist auch interessant. Ja, da sieht man irgendwelche Prägewerkzeuge, sowas in die Richtung. Das heißt, dieser Markt generiert sich auch immer weiter. Nicht alles an Objekten kann zu uns kommen. Wir müssen auch mit der Technik vor Ort sein. In dem Sinne eine Kultur-Taskforce hier in Nordhausen in der Schnapsbrennerei, was auch wichtiges Kulturgut ist und wo man quasi auch vor Ort die Objekte erfassen kann. Wir haben aber auch Objekte, die sehr herausfordernd sind, also die wir nur noch einmal anfassen können, die vielleicht auch nur noch einmal weltweit erhalten sind. Jedes Museum, was mit einer digitalen Strategie heute um die Ecke kommt, muss man wirklich fragen, was sind Ihre Mona Lisa-Objekte? Was macht sie einzigartig? Gotha Stiftung Schloss Friedenstein, 1,15 Millionen Objekte, darunter 8000 Vogeleier. Ich freue mich sehr, 8000 Vogeleier in 3D zu digitalisieren. Wir müssen gucken, für welchen Use Case. Wir haben uns schon überlegt, wir werden die alle auf eine Größe bringen und dann so als Rätsel in die Menschheit kippen, welcher Vogel hat welches Ei gelegt. Das, was wir aber auch sehen, auch wenn das alles ein bisschen analog klang, wir haben ein ticketbasiertes Dokumentationssystem im besten Fall, was zur Anwendung gekommen ist. Wir haben dokumentiert, wie sind unsere Prozesse, wie sind unsere Abläufe. Da ist so ein bisschen Tradition und Zukunft prallt da auch aufeinander, weil man sagt, es läuft ja alles, es hat schon immer so funktioniert. Man kann jetzt auch hinterfragen, warum hat es funktioniert, wie kann man es besser machen. Ressourcenplanung, das im öffentlichen Bereich, im öffentlichen Dienst, das ist schon so ein Thema für sich. Digital Asset Management, wo legen wir Daten ab, wo legen wir Digitalisate ab? Wir haben keine USB-Stick-Sammlung mehr. Ja? Wir haben im besten Fall auch kein Gruppenlaufwerk, sondern wir haben halt cloud-basierte Speichersysteme, die vor allen Dingen aber auch halt im ländlichen Raum mit schwachen Datenleitungen funktionieren müssten. Das Thema Customer Relationship Management, auch für uns ein großes Thema. Das Wichtigste kurz vor Weihnachten, wenn alle die Dankesmail schreiben und dann alle wie panisch durch ihren Posteingang durchgehen, gucken an wen, an welche Mailadresse könnte ich was senden. Also man muss ja auch seine Community aufbauen, man muss sowas pflegen. Auch das muss man, glaube ich, in den Kultureinrichtungen noch ganz anders professionalisieren. Ich habe neben der Digitalisierung auch noch die Stabstelle Bau. Also warum nicht das, was wir anwenden, auch für digitales Liegenschaftsmanagement nehmen, Building Information Modeling. Ist dieser Raum Ihnen zu warm? Ist der zu kalt? Wie ist der klimatisiert? Wie groß ist der und wie viele Plätze sind besetzt? Also heute inhaltlich sind wir übervoll natürlich. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch einen gewissen Leerstand. Auch sowas kann man letztendlich mit Kulturtechnologien wieder zurück in den, ja, in den Bau, in den Industriesektor bringen. Und zum Schluss möchte ich doch bitte ein intelligentes Museum haben, wo ich sage, wer ist gerade wo, in welchem Raum, welches Objekt wird gerade ganz besonders angeguckt und wie gut sind die Informationen, die Objektinformationen, die zu einem Gemälde, zu einem Buch, was auch immer existieren. Das Ganze machen wir, wie gesagt, gefühlt 10 Millionen Mal im Jahr. Wir haben sehr viele Projekte und das aktuellste Projekt, wo wir sie dann auch in die Tulp lotsen wollen demnächst. Gleich hier nebenan befindet sich die Bibliothek für Rechtswissenschaften, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, Reviso. Und jetzt ist die Frage, der Student will natürlich wissen, wo in welchem Regal befindet sich mein Buch. Und da haben wir gesagt, na, warum können wir ihn nicht mit dem Handy durch das Gebäude lotsen und sagen, in diesem Regal befindet sich das Buch. Also dass auch solche Themen wie ein Orientierungssystem, was appbasiert ist, sowas muss letztendlich auch in den Umlauf kommen, muss entwickelt werden und auch das machen wir. Das heißt, es gibt eigentlich kein Thema, was wir nicht digitalisieren können. Alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, wird bei uns digital irgendwie betreut und begleitet. Das Ganze ohne Gewinnerzielungsabsicht, das macht uns für andere echt unsympathisch. Aber ich glaube, der Kultursektor insgesamt profitiert von diesen Entwicklungen. Vielen Dank. Sie haben es geschafft. Gibt es Fragen? Sie können die auch alle sammeln und uns dann per Mail im Nachgang schicken. Und was aber noch schöner ist, falls Sie aus Jena sind, besuchen Sie uns gerne in der Tulp. Und falls Sie auch noch historisch interessiert sind, unterhalb der Tulp befindet sich das größte Kellergewölbe Europas. Das älteste, auch noch. 600 Quadratmeter groß, 500 Jahre alt. Das heißt, wir hätten quasi
einen Ausblick in die Geschichte und in die Zukunft. Und falls Sie sich noch für Universitätsprogramme interessieren, vor allen Dingen, wo die damals angeschlagen waren. Und zum Schluss, was stand denn da drauf, wer mit wem und wie lange, das weiß dann Herr Hensel zu beantworten in der nächsten Zeit. Dann vielen Dank erstmal für die Einblicke in die Historie, die Arbeit der TULP und die Digitalisierung. Ich glaube, das kann man so schön zusammenfassen. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Okay.